Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Mal gucken, vielleicht, wenn es zu kurz ist, machen wir gleich Hardware mit bei, ich weiß es nicht. Und zwar habe ich von Triband, die Tribit, die Frage bekommen, ob ich von Tribit nochmal was vorstellen würde. Und ich hatte von Tribit ja diesen Bluetooth-Lautsprecher. Mit diesen schönen großen Zahlen, wo man mit diesen schönen großen Knöpfen und dann so diesen Stoffüberzug und so, der jetzt nicht mehr bei mir ist, den sich meine Tochter gemopst hat und bei ihr treue Dienste leistet. Und da habe ich natürlich gesagt, natürlich klar, weil die haben mir gefragt, ob ich hier diese Bluetooth-Headphone, also eine Headset scheint das auch zu sein, ich hatte nur Kopfhörer gelesen, Quid Plus 78, da haben sie mir auch gesagt, dass es demnächst ein Angebot geben wird. Also ich werde euch dann versuchen, das passend unten drunter zu verlinken. Wir werden mal auspacken. Und der wird nämlich dann für mein Fernseher sein. Dass meine Tochter nicht mal ihre Kopfhörer hier bei mir anmelden muss und dann Probleme hat, sie wieder bei sich anzumelden. Deswegen wird das dann halt die Kopfhörer für meine Tochter, wenn ich hier im Wohnzimmer bin. So. Thank you. Und eine Bedienungsanleitung. Bevor wir weiter auspacken, gucken wir da schnell mal rein. Ja. Damit kommt man zur Webseite. Und dann sagen sie Thank you. Und hier haben wir jetzt das, also genaue Modellbezeichnung ist BTH 78. Die Anleitung ist in Englisch. Ja, hier stehen die Sprachen nicht. Hier steht nur Englisch, User Manual, Benutzerhandbuch, Guide, Manual de und Manuel Luft. Also ich denke mal Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und vielleicht Spanisch. Die Seiten sind auch nicht zu dünn, sind doch schön dick. So, okay. Okay, braucht man nicht mehr wissen. Wir wollen ja unbelastet rangehen. Oh, eine schöne Box. Das ist schön. Dann kann ich die nämlich hinten bei mir eine Couch hinlegen. Und die Kleine kommt nicht immer gleich ran und kann das nicht kaputt brechen. Das ist fantastisch. Oh, die sehen aber schick aus. So, bevor wir zu den Kopfhörern kommen, packen wir mal hier erstmal aus und gucken uns an, was in der Tüte drin ist. So, wir haben einen Micro-USB, schade, nur Micro, der sehr kurz ist, den brauche ich auch nicht auspacken. Das ist wirklich nur ein Stümmelchen zum Laden. Und wir haben einen Klinkekabel. Wenn man am am Handy oder so benutzen wollen oder an einem anderen Gerät, wobei hier nur zwei schwarze Striche sind und das steht für Stereo. Also wir haben kein Mikrofon mit bei, es ist wirklich nur Kopfhörer. Ich werde die dann auch mit meinem Handy verbinden im späteren Verlauf.
Also nicht in dem Video wahrscheinlich, oder vielleicht doch in dem Video, ich weiß es noch nicht. Und das dann nochmal mit Musik testen. Wobei das immer sehr subjektiv ist. Ich habe ein ganz anderes Empfinden, was mir von der Musik her gefällt. Also nicht von der Musik her sowieso, aber ich meine von den Einstellungen her, als was ihr das habt. Ich höre vielleicht den Bass nicht so gut wie ihr oder die Gitarre mehr als ihr raus. Weil die Höhe ist halt immer sehr subjektiv. Ja. Oh, die sind aber... Also optisch sind sie schön. Schwarz mit ein bisschen Silber. Ja, ich drehe euch mal so, dass ich es euch besser zeigen kann. Oh, das finde ich geil. Wir haben auf den Ohrmuscheln, ich weiß nicht, ob ihr das seht, hier, doch, da, so ein bisschen, da steht rechts, also R und da L für links. Das ist für mich auf jeden Fall toll, weil ich gucke jedes Mal, wenn ich ein Headset nehme oder Kopfhörer nehme, wo ist links, wo ist rechts, steht es hier außen, steht es innen drin, oben irgendwo dran? Weil manchmal steht es ja dann hier in drinne, oben dran oder manchmal halt außen oder manchmal direkt auf dem Kopfhörer drauf. Innen drinne ganz klein meistens, finde ich nicht schön. Und hier haben wir es richtig schön groß in der Ohrmuschel drinne. Das ist rechts und hier ist links. So, wir gucken jetzt mal, wie weit geht es raus. Oh, die gehen aber richtig weit raus. Plastik mit Metall. Ich zeige euch das mal, wenn ich jetzt die Aufhabe, wie viel Platz nach oben ist. Sieht man das vielleicht? Also. Und wenn ich sie jetzt so aufhabe, ohne zu verstellen, sind sie auch fast auf meinem Ohr drauf. Ja. Geht ein bisschen schwergängig, das finde ich sehr gut. Ich mag das nicht, wenn die Kopfhörer so leichtgängig sind, weil dann verstellen die sich auch schnell mal, wenn man sie abnimmt und mit jemandem quatschen will oder so und dann wieder aufsetzen wird, zack, bumm, oh, muss man wieder neu machen. Und so bleiben sie halt schön drin. Das Polster oben ist auch sehr gut. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, weil das sieht so dünn aus. Aber es ist wirklich gut. Selbst mit Drücken komme ich nicht oben ran. Also, wie gesagt, ich habe jetzt hier hochgedrückt. Ohne dass was ist. Die sind auch, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie beim Lungenarzt in dieser Kabine zu sein. Ja, diese schallgeschützte Kabine, wo du dann pusten musst. Also schön abgedichtet. Sehr schön abgedichtet und optisch echt mit diesem. Oh, hier, guck mal hier. Wir haben hier matt und hier Klavierlack. Und dann geht es wieder in matt und dazwischen Silber. Ich mache mal kurz ein bisschen mehr Licht. So, mit dem Licht ist das hier mal so eine Sache. Und dann haben wir hier auch matt. Dann haben wir hier Tribit und hier schön Silber. Also sehr schön. So, auf der linken Seite kein Knopf, kein gar nichts. Die Kopfhörer könnt ihr nicht nach links und rechts bewegen, nur so ein bisschen. Ja, also die haben hier so ein bisschen Spielraum. Ich zeige euch das wird... Das ist, ihr wollt. Wartet mal, so seht ihr das vielleicht besser. Hier müsst ihr hier hingucken. Und oben, unten auch so ein bisschen Spielraum, dass man so ein bisschen anpassen kann. Aber auf der linken Seite sind keine Knöpfe, kein Klinkenanschluss, kein gar nichts. Auf der rechten Seite haben wir erstmal drei Tasten. Eine mit einem Punkt, eine mit zwei Punkten und in der Mitte mit einem großen Punkt, mit einem Loch in der Mitte. Wird, denke ich mal, an und aus sein. ANC.
Embed. Ah, da kann man wahrscheinlich auch so anschalten, damit die nicht so dicht sind, dass man halt die Umgebungsgeräusche filtern kann oder dass das halt zulassen wird, dass man besser hört. Ein Klinkenanschluss, den USB-Anschluss und hier sind so kleine Löcher noch mit bei. Müssen wir mal gucken. So, wir schließen die einfach mal an. Wir ziehen jetzt durch. Ich muss halt nur schnell meinen Bluetooth anmachen. So, Bluetooth ist an. Und ich teste mal, ob das wirklich so ist, also ohne dass ich jetzt eine Anleitung gelesen habe. Power on. So, jetzt leuchtet es rot und weiß. Also wenn ihr einmal anmacht und Power on kommt, weiter gedrückt halten, nicht einfach loslassen. Das kenne ich schon. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir die finden. Ja, Tribit Quid Plus. So, die verbinden wir jetzt. Zugriff erlauben. So, jetzt bin ich mal gespannt. Links, rechts. So. Test, test, test. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja. Ein bisschen dumpf hört sich's an, weil gut abgedichtet. Jetzt werden wir mal gucken. Achso, wo waren die Knöpfe jetzt nochmal alle? Da. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3, Test. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3, Test, 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 Test. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Test, Test. 1, 2, 3, Test, 1, 2, 3, Test. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3, Test. Oh. 1, 2, 3, Test, 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 Test. 1, 2, 3, Test, Test, Test. Also hört sich an, als wenn hier Mikrofone sind. Hier oben, hier oben. Habe ich auf jeden Fall ein deutliches Geräusch, wenn ich darüber gehe. 1, 2, 3, Test. 1, 2, 1, 2. ABC, ABC, ABC. Hört sich gut an. Ich erkläre euch das gleich. So, jetzt ist, also ich habe jetzt gerade Noise Cancelling Low, Noise Cancelling High, AMC, keine Ahnung, habe ich nicht verstanden. Und jetzt ist es off. Ja, jetzt höre ich es halt anders. Jetzt, nur als wenn ich jetzt von außen irgendwie mit der Hand drüber reibe. Okay. Jetzt ist Noise Cancelling Low. ABC, ABC. ABC, DEFG, ABC, 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 ABC. Oh, ja, jetzt höre ich mich selber teilweise auch noch ein bisschen. ABCD, ABCD. ABCD, ABCD, ABC, ABCD, ABCD, ABC, 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 ABC. Ja, Noise Cancelling ist jetzt aus. Also funktioniert sehr gut. Man hat zwischen Low und High, merke ich halt wirklich einen deutlichen Unterschied. Bei High höre ich mehr von außen und das Klatschen wirklich besser, als wenn ich im Low-Bereich bin. Jetzt mache ich mir mal Musik dazu an. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht zu laut, dass ich dann halt wieder Content-ID kriege, weil ihr das dann halt mithört, weil das Mikrofon ist hier direkt hier drunter. Ich mache das mal ein bisschen weiter mit. So, wir gehen auf Musik. Obwohl, ich nehm Nemesis, da habe ich das Recht, Musik zu nutzen. Künstler.
Nemesis. So, Wurzel allen Übels. Ich skippe mal ein bisschen in die Mitte rein. So, ich muss mal schnell gucken, wo hier laut und leise ist. Oben ist laut, unten ist leise garantiert. Mit den zwei Punkten ist laut. Ah nee, das ist weiter. So, jetzt habe ich Maximum Volume. Wenn ich hier leiser mache. Hier ist komplett laut. So, ich habe Noise Cancelling jetzt aus. Ihr habt. Ich mache jetzt mal einfach. Test, Test, Test. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ABC. Also das ist bei High ist wirklich dicht. ABC? Ah, jetzt ist die Musik deutlich leiser. Ich höre mich gut. ABC? Oh, ich höre mich richtig gut. Auch das Klatschgeräusch kommt gut rüber. Jetzt ist Noise Cancelling off. Jetzt kommt der Bass viel geiler rüber. Ja. Dicht bis zum Mitte mehr. Bass kommt brachial. Ich höre gar nichts mehr von außen. Gut ausbalanciert. So, jetzt machen wir mal einen anderen. Böser Zwilling oder so. Nemesis verlinke ich euch unten in die Videobeschreibung. Stimmt, komm auch gut rüber. Ich mache jetzt mal böser Zwilling an. Weil das sehr schnell ist. Oh. Boah, hört sich richtig geil an. Das ist manchmal Mythos. 103 Mythos Barbarossa ran. Also wirklich dicht, also kann mich minimal. Der Sound hört sich geil an. Also High-Profil High kann ich euch für Musik nur empfehlen. Klingelton-Festing. Ah, ist ja geil. Habe ich jetzt gerade neu festgestellt. Ich kann seit dem letzten Update kann ich mir aus dem Lied hier Sachen rausnehmen und kann die als Klingelton festsetzen, abbrechen. Wollen wir nicht. Verwerfen, ja. Ich habe jetzt mal egal, was angemacht, weil das am Anfang diese
diesen schönen Bass hat. Die Drums hörst du aber auch gut raus. Hört sich geil an. Dann sage ich noch mal Ketzer an. Also hört sich extrem geil an, muss ich mal so sagen. Also jetzt alleine nur vom ersten Probehören jetzt. Mal gucken, wie sie sich schlagen beim Stream gucken und so. Und wie lange der Akku hält und so. Alleine jetzt vom ersten Zuhören. Also wirklich. Das Noise Cancelling. Dass man dann die Umgebung noch hört. Und die ganzen... die ganzen Verstärker, die da drin sind und so. Also für mich, also ich habe jetzt, also für mich machen sie, das ist gefühlt meine Meinung. Und nur mein Empfinden jetzt beim Hören. Ich werde gucken, was meine Tochter sagt, die wird die dann jetzt demnächst benutzen, wenn ich den Abend streame und sie dann zuguckt, zum Beispiel Fortnite oder Hangout oder was weiß ich. Dann kann ich euch natürlich beim nächsten Video mehr dazu sagen. Die müssen jetzt erstmal getestet werden. Ich bin mal gespannt. Aber so vom ersten Eindruck machen sie einen sehr guten Eindruck. Und wie gesagt, ich habe ja von Tribit habe ich ja diesen Bluetooth-Lautsprecher. Ja, diesen kleinen. Mit wo denn Kreis und ein Strich für, also Power an, Minus, Plus und so, so etwa so groß drauf sind. So hoch ist das Ding mit so einer Art Stoff überzogen. Das hat meine Tochter nur im Einsatz. Also das, wenn die dann hier im Badezimmer geht oder was weiß ich, da muss ich auch schon ein paar Mal meckern, weil sie beim Zähneputzen mitgenommen hat. Dann macht die sich ein Echo an im Kinderzimmer. Die beiden sind verbunden und dann macht sie sich die Bluetooth-Box an, die springt dann automatisch an, also der Echo verbindet sich automatisch und dann nimmt sie das Ding mit in Badezimmer oder in die Küche oder was weiß ich, also die ist damit wunschlos glücklich und macht einen guten Sound, also ich kann mich da nicht beschweren. Die in der ganzen Zeit noch nie irgendwie Abstürze gehabt oder irgendwas Negatives, also bis jetzt immer toll gelaufen. So. Ein direktes Fazit kann ich euch logischerweise jetzt noch nicht geben. Ich habe euch jetzt nur meinen ersten Eindruck geschildert. Ich musste jetzt testen, beziehungsweise meine Tochter testet mit und dann gebe ich euch dann beim nächsten Video ein Feedback, was von mir kommt und was von meiner Tochter kommt. Ich bin dann mal weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.